One, acknowledge. Echo One, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Lone Echo. Ich habe das zwar schon mal komplett hochgeladen, das war einer meiner ersten YouTube-Projekte damals, aber erstmal habe ich jetzt eine neue Grafikkarte drin und kann die Grafikeinstellung hochschrauben. Zum anderen gibt es jetzt auch die deutsche Sprachausgabe. Da hatte ich ja schon mal ein ganz kleines Video zu gemacht, damit die Leute mal hören, wie die deutsche Sprachausgabe so ist. Jetzt habe ich aber echt Bock gehabt, das Spiel nochmal zu spielen, und ist einer der besten VR-Spiele. Also wer das nicht gespielt hat, hat echt was verpasst. Und ja, ich will jetzt nochmal von neu anfangen und bin gespannt, wie das Game so jetzt aussieht mit hohen Grafikeinstellungen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Eintrag ins Sprachlogbuch öffnen. Bestätigt, Aufzeichnung läuft. Okay, hier spricht Captain Liv Rhodes. Privater Logbucheintrag vom 7. Oktober 2126. Dies ist meine letzte Woche an Bord der Kronos 2. In wenigen Tagen werde ich den Saturn verlassen und mich an meinen neuen Auftragsort auf Sirius begeben. Irgendwie komisch, das auszusprechen. Das sieht so gut aus. Wie dem auch sei, alle Abbaustationen in Betrieb, die Produktion der letzten Nacht fällt insgesamt etwas geringer aus, als ich gewünscht hätte. Ach, es gab ein paar Probleme mit den Lenkdüsen von Nummer 12 RCS, aber Jack und ich haben es geschafft. Oh, Jack. Gut, warte mal kurz. Hallo. Hera, Aufzeichnung unterbrechen. Bestätigt, Captain Rhodes. Hallo, Olivia. Guten Morgen, Sonnenschein. Wie geht's uns heute? Gut, und dir? Jack, bist du noch da? Ja, ich bin da. Hera, lass uns weitermachen und Jacks Kalibrierungsprogramm ausführen. Bestätigt. Okay, rein mit dir, Jack. Bis gleich. ...haben alles getan, um den automatisierten Bergbau im Weltraum zum obersten Ziel zu machen. Deine Echo-Einheit ist der perfekte Proband... Hey Leute, das war nur das Tutorial, das habe ich jetzt übersprungen. Das ist Quatsch. Ich reise in einer Woche ab. Und da sagst... Jack? Tut mir ja, leid, hol mich aber raus, ich Olivia. Kronos 2, Ende. Jack, hi. Was ist passiert? Mein Kalibrierungsprogramm ist abgestürzt. Ich stecke in der Aktivierungskapsel fest. Seltsam. Dein Diagnoseprogramm ist doch noch nie einfach so Wie einen immer wegschlägt, ist geil. Es muss die Öffnungsprozedur unterbrochen haben. Im Falle eines Versagens der Aktivierungskapsel empfiehlt das Titan-Protokoll, die Kapsel ein- und wieder auszuschalten und danach eine dreistufige Inspektion der... Olivia hat's drauf. Olivia hat's drauf. Naja, mir wurde eben erklärt, wie die Düsen hier funktionieren. Wie viel davon hast du mitbekommen? Ich habe genug gehört, um zu wissen, dass ich nicht mit dir nach Sirius gehe. Sieht aus, als hättest du dir eine Beförderung verdient. Die Direktoren wollen dir meine Aufgaben als Stationskommandant übertragen. Du hast dann das Kommando. Dann ist das unsere letzte gemeinsame Woche. Ja. Ja, ich weiß. Pass auf. Ich war vor ein paar Minuten genauso erschüttert wie du. Ich meine, das Command will uns trennen. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Außer, dass es mir leid tut, Jack. Sag einfach, dass du mich liebst. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Olivia. Die Situation ist zwar unschön, nee. Aber es ist nicht deine Schuld. Nun komm schon. Zwecklos ist aufzuschieben. Machen wir uns an unsere letzte Woche. Aktivier du doch mal die Brücke, während ich hier eine Nachtschicht einlege. Verstanden.
Was ist das denn hier? Schimpfaffe. Deine Anzahl benutzter Schimpfwörter hat sich seit fast 10 Stunden nicht mehr erhöht. Gratulation. Hör bitte auf, an dem verdammten Ding herumzuspielen. Ich meine, scheiße. Schon gut. Geil. Kennt ihr das auch? Scheiße. Nee. Das wäre jetzt noch geil gewesen. Schädigte Rumpfplatte. Diese Rumpfplatte stammt aus Livs erstem Unfall auf der Station. Wenn wir in der nächsten Woche nicht 22 weitere Vorfälle haben, wird sie ihre Karriere als Captain mit den wenigsten Unfällen in der Geschichte von Kronos 2 beenden. Was findest du an diesen Kreaturen schön? Bulldoggen sind ein Symbol des britischen Kampfgeistes. Wir ignorieren es einfach, wenn die Chancen gegen uns stehen. Ah, kommt mir bekannt vor. Dieses Modell soll eine S8-Arbeitseinheit darstellen, nicht wahr? Fairnisse. Richtig. Warum? Stimmt damit was nicht? Nein, wahrscheinlich sollen die übertriebenen Proportionen witzig sein. Nun ja, aber wenn man den Witz erklärt, dann verdirbt man ihn. Ich verstehe. Ich werde eine Protokollnotiz dazu anlegen. Liv, wenn du dich weiter von diesem Knabberkram ernährst, riskierst du Löcher in deinen Zähnen. Ich kann nichts dagegen tun. Das ist hier oben das einzig Essbare. Ja, ich könnte es beseitigen, wenn du möchtest. Wage es ja nicht. So, ich muss mich kurz drehen. So. Aktivieren. Gehe in den Tageszyklus. Das sieht über. Jetzt so geil aus. Das werde ich wirklich vermissen. Boah. Mega. Ich fange gleich mal mit der Morgen-Checkliste an. Lass mich nur kurz diese Aussicht genießen. Lass dir Zeit. Wir haben heute Morgen eine besonders eindrucksvolle Aussicht auf den Saturn. Fast als hätte er sich in Pose geschmissen. Weißt du, woher der Planet seine einzigartige Farbe hat? Ich nicht. Bitte, verrat's mir. Ammoniakkristalle reagieren in der oberen Atmosphäre mit... Du ziehst mich auf, oder? Ich weiß doch, wie gerne du deine Fragen selbst beantwortest. Danke, Jack. Bekommst du eine Gedenkplakette zur Erinnerung an deine Amtszeit als Captain Liv? Warum sollte ich eine Gedenkplakette bekommen? Der erste Captain dieser Station hat eine bekommen. Und deine Leistung übertrifft seine in allen Werten. So funktioniert das nicht, Jack. Aber danke für deine Anteilnahme. So, was haben wir denn noch? Jack Liv, die Punkte. Okay, da können wir drüber quatschen. 23-11. Sieht so aus, als würde ich schon wieder gewinnen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Ich habe noch 7 Tage Zeit. Zeit genug, um ein episches Comeback zu schaffen. Na, Jack? Ich glaube, es ist Zeit für eine Gratulation. Wozu? Zu deiner Beförderung. Das ist wirklich nicht nötig. Jetzt komm schon, das ist eine große Sache. In wenigen Tagen bist du Captain Jack. Captain Jack Sparrow. Herzlichen Glückwunsch, Captain Jack. Was ich meine ist, dass ich als Echo-Einheit keinen offiziellen Rang bekleide. Also kann ich praktisch gar nicht befördert werden. Okay, gut. Wirklich schade. Captain Jack klingt so schön. Und außerdem bist du die einzige Person, die mich Jack nennt. Für alle anderen bin ich einfach nur Echo One. Ist das deine Art, mir zu sagen, dass du mich vermissen wirst? Ich habe keine... Was wow. War das? Jack, hast du das gespürt? Ja. Was zur Hölle? Und mein Bild ist gerade komisch. Bitte sag mir, dass du das auch siehst. Ja, ich sehe das auch. Bestätigt, ich sehe es. Irgendeine Idee, was das sein könnte? Ich fürchte nicht. In Atlas' interplanetarischer Datenbank ist ein derartiges Phänomen nicht verzeichnet. Das ist eine Anomalie. Die war heftig. Was zur... Jack, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Du warst kurz weg. Die Störung hat mein internes System kurz unterbrochen.
aber ich kann keinen dauerhaften Schaden entdecken. Möglicherweise ist die Anomalie nicht ganz stabil. Meinst du? Höchste Alarmstufe. Der Holotisch. Irgendetwas stimmt nicht. Ich untersuche das. Hera, Breitbandscan einleiten. Konzentriere dich auf folgende Koordinaten. Gucken wir uns das mal an. Hera, Statusbericht. Mehrere Fehlfunktionen der Stufe 1 entdeckt. Isolieren und feststellen. Bestätigt. Isolieren. Steuerung funktioniert so super. Warte auf Eingabe. Grabungszone Beta 2. Ne, Beta. Saturn-Orbitalzone Beta. Orbitale Bergbaueinrichtung. Bezeichnung Kronos 2. Was ein Fehler? Reimer? Hauptfracht Helium-3-Isotop. Zentrale Bergbaustation. Oh, sieht das geil aus. Fehlfunktionen isoliert. Das ist aber viel Rot. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm, wie es aussieht. Schwerwiegender Fehler im Frachtraum. Mögliche Stromkreisüberlastung. Deutlicher Temperaturanstieg im Kernbehälter. Abschaltungsvorgang in Kraft gesetzt. Energieausfall im Hauptsauerstoffgarten. Notfallprogramm ausgelöst. Oh, das war's? Mehr haben wir nicht. Schieb die mich einfach weg hier. Hera, gib uns einen genauen Scan aller betroffenen Bereiche. Negativ. Kann keine Verbindung zu den Cube-Satelliten herstellen. Was? Wir haben die Cube-Sats verloren? Wie konnte das denn... Vergiss es. Lass uns selbst nachsehen. Wo bist du bloß, du kleiner Racker? Ah, da bist du. Jack, versuch mal den EA-Port des Cube-Sats zu scannen. Ich muss erst meinen Scanner kalibrieren. Warte kurz, das dauert nicht lange. Alles fertig? Scanner vollständig kalibriert. Scanne den CubeSat. Versuch herauszufinden, was mit ihm los ist. Dann kann ich machen. Kein Problem. Scan abgeschlossen. Klar. Und wie sieht's aus? Laut diesen Messwerten hat irgendetwas die Kommunikationsverbindung des CubeSats mit dem Rest des Sensornetzwerks gestört. Hat? Mein Scanner hat anscheinend die Sender des CubeSats zurückgesetzt und die Verbindung wiederhergestellt. Ah, wie schön. Problem gelöst. Jetzt musst du nur noch sämtliche CubeSats der gesamten Einrichtung finden und scannen. Klingt unterhaltsam. Oh, klar für dich. Ich schicke dir ein Ziel auf deinen ARM-Computer, aber das hat erstmal nur geringe Priorität. Ziel erhalten. Okay, dann machen wir uns mal an die echten Probleme. Was meinst du, was liegt als nächstes an? Hera's Scan der Anomalie wird wohl etwas dauern. Vielleicht sollten wir erstmal anfangen, diese Fehlfunktionen zu reparieren. Guter Vorschlag. Diese Anomalie hat uns ganz schön Arbeit eingebrockt. Ich zähle 3 Stufe 1 Fehlfunktionen, um die wir uns kümmern müssen. Ich brauche ein paar Minuten, um die Tagesbefehlscodes von der Konsole zu ziehen. Du kannst dich bis dahin gut allein beschäftigen, oder? Natürlich. Triff Liv in der Aktivierungsbucht. Wenn ich mir das hier... So. Ah, das ist ihre Kabine scheinbar. Ist das ein Pokémon oder was? Spielen. Aufhören. Das sieht so genial aus. Okay, gehen wir mal. Die 3 Muscheln von Demolition Man.
bereit, wenn du es bist. Dann komm. Sehen wir uns mal diese Fehlfunktionen an. Kein guter Start in unsere letzte Woche. Ich glaube nicht, dass wir schon mal so viele Fehlfunktionen gleichzeitig hatten. Und wir hatten auch noch nie eine unbekannte Raumanomalie, die plötzlich direkt vor unserem Bug aufgetaucht ist. Das ist ein Tag voller erster Male. Möglicherweise haben wir gerade eine bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung gemacht. Aber wir sollten noch nicht unsere Dankesreden für den Nobelpreis schreiben. Zumindest nicht, bevor wir nicht dafür gesorgt haben, dass diese Station nicht auseinanderfällt. Warnung. Ungesicherte Fracht. Ja, das ist mir auch klar. Kannst du mir vielleicht sagen, warum wir ungesicherte Fracht haben? Negativ. Okay, also schön. Dann sollten wir wohl mal nachsehen. Okay. Okay, Jack. Sieht aus, als gäbe es heute Morgen jede Menge zu tun. Irgendwelche erhöhten Alarmstufen? Tja, das wird bald deine Station sein. Welches Problem möchtest du zuerst angehen? Schick die Daten auf meinen ARM-Computer, um sie anzusehen. Wir müssen jetzt erstmal die Fracht hier reinpacken, glaube ich, wieder. Ja, kannst du das noch ein bisschen besser machen? Gehst du rein. Ich muss meinen ARM-Computer öffnen. Ja, und dann fliegt das Ding wieder weg. Super. Mal sehen. Sieh dir deine Ziele auf deinem ARM-Computer an und sag mir dann, welches du zuerst angehen willst. Na komm, geh mal in den Sauerstoffgarten. Lass uns den Stromausfall im Sauerstoffgarten beheben. Okay, folge mir. Machen wir das als erstes. Immer schön irgendwo abfedern lassen. Durch den Stromausfall ist die Tür zum Sauerstoffgarten kaputt. Ich werde sie manuell öffnen. Und natürlich ist die Zugangsklappe verklemmt. Ich glaube, du musst dich da durchschneiden. Okay. Ich muss erst meinen Reaktivkater kalibrieren. Okay. Angesichts des Stromausfalls sollten wir auch deine Lampe kalibrieren. Reaktivkarte und Kopflampe erfolgreich kalibriert. Verstanden. Okay, jetzt schneide die Zugangsklappe durch, damit wir den Hebel für die Tür ziehen können. Das war wieder ein kleines Tutorial. Aber finde ich eher uninteressant. So, auf ist die Klappe. Ausgezeichnet. Folge mir. Legen wir los. Okay, jetzt ist alles dunkel. Was wieder? Ich hoffe, du hast keine Angst im Dunkeln. Kannst du mir mit der Kopflampe helfen, die Wartungstafel für das Stromnetz zu finden? Bestätigt. Eine verschlüsselte Audiodatei. Interessant. Als die Anomalie die CubeSats gestört hat, hat sie sie versehentlich mit einem gesicherten Atlas-Netzwerk verbunden. Wenn ich mehr davon scanne, kann ich die Verschlüsselung vielleicht knacken. Die Düsen könnten ein bisschen mehr Power haben. So, jetzt müssen wir da hinten mal hin. So, Wartungstafel. Olivia, ich habe die Wartungstafel gefunden. Perfekt. Lass das Licht noch etwas an, während ich die Abdeckung entferne. Du wirst die Kronos 2 bestimmt mit jeder Menge Klebeband im Gepäck verlassen, Liv. Sieht aus, als hätten wir hier ein paar geschmolzene Kabel. Statusbericht. Der Kurzschluss hat einen Absturz des gesamten Systems verursacht. Panzertape. Wir müssen sämtliche Umgebungssteuerungen zurücksetzen. Kannst du den Notfallverteiler suchen, während ich hier klar Schiff mache? Dann suche ich mal. Bin bei der Verteilerabdeckung. Hast du einen Schraubenschlüssel?
Schneid einfach die Bolzen durch. Wir können später aufräumen, wenn wir wissen, was mit der Station los ist. Bestätigt. Bin dabei. Elektronische Schnittstelle. Muss mich mit meinem Scanner über den EA-Port verbinden. Ich muss erst den EA-Port scannen, um sie zu aktivieren. Notstrom aktiviert. Die Sicherungsleitung hat nur genug Saft, um ein System gleichzeitig zu untersuchen. Leg damit los, wenn du soweit bist. Okay. Gehen wir mal dahin. Gucken wir mal. Ich muss auch noch den Bolzen von der Abdeckung durchtrennen. Die O2-Mischung wurde deaktiviert. Ich muss den Grad des Atmosphärenaustauschs anpassen. Sei vorsichtig, Jack. Einer von uns braucht hier in den nächsten Tagen noch etwas Atemluft. Die Luftzusammensetzung muss ausgewogen bleiben, Jack. Bioregenerationssysteme kalibriert. Die CO2-Aufnahme für Pflanzen und Säugetiere wurde optimiert. Säugetiere, hm? Wie charmant. Entschuldigung, Liv, das sollte nicht so technisch klingen. Jetzt machen wir den Schalter mal nach rechts, nach links. Teil des Rings wahrscheinlich abschalten. Denke, ich werde ihn beibehalten, um etwas Vielfalt zu haben. Jack, du findest doch nicht langsam Gefallen an Botanik, oder? Doch. Ein Robotergärtner. Das Leben schreibt wirklich die besten Geschichten. Wähle im Verteiler ein neues System aus. So, haben wir hier. Der Alarm hat die Wasserversorgung der Hydrokultursysteme abgeschaltet. Das ist dazu da, das Hauptreservoir. Ach, jetzt haben wir hier eine Pumpe. Zieh den Hebel, um wieder Druck auf die Leitung zu bringen. Und schon haben wieder alle Wasser. Wasserversorgung läuft. Bewässerungssystem innerhalb der Betriebsparameter. Gut. Damit wären die Pflanzen versorgt. Das ist noch ein CubeSat, aber ich glaube, der ist draußen. Damit hätten wir zwei erledigt. Auf zum letzten System. Ja, der ist draußen, okay. Dann müssen wir dann irgendwann mal hin. Jetzt muss ich nach rechts den Strom wieder schalten. Dann haben wir da eine Apparatur. Der Transformator kann keinen Stromkreis bilden. Wahrscheinlich müssen wir die Spulen neu ausrichten. Führe bitte einen Scan aus, um das zu bestätigen. Die Spulen wurden beschädigt. Hm, scheiße. Öffne sie mal, damit wir uns das genauer ansehen können. Ist der Schließmechanismus aktiviert, kann ich die Spulen nicht bewegen. Konversionsspulen geöffnet. Solange wir noch eine Reihe bilden können, sollten wir den Transformator wieder zum Laufen bekommen. Okay. Stromstärke stabilisiert. Konversionsvorgang erfolgreich. Hohe Stromstärke. Gute Arbeit. Wenn ich mit diesen Kabeln fertig bin, sollten wir das Licht wieder anbekommen. Hera, alle Untersysteme des Sauerstoffgartens verifizieren. Untersysteme innerhalb normaler Parameter. Okay, bin hier so gut wie fertig. Siehst du die Zugangsklappe neben mir? Neben dir eine Zugangsklappe? Nö. Hä? Wie geht es dir? Also, die Sache mit der Anomalie ist zwar beunruhigend, aber es geht mir immer besser, wenn ich was zu tun habe. Trotzdem, danke der Nachfrage. Weiß ich zu schätzen. Was soll ich jetzt nochmal tun? Wir sind fast fertig. Jetzt nur noch den Lastschalter betätigen, um den Strom wieder einzuschalten. Den Lastschalter? Warum haben wir denn den Lastschalter? War das der Lastschalter hier? Ich bin hier mit den Reparaturen fertig. Ich sollte nach Liv sehen. Ah, da. Okay, Zugangsklappe müssen wir wieder auftrennen. Oder? Ich sehe die Zugangsklappe. Fein, pass gut auf. Um die Stromversorgung des Sektors wiederherzustellen,
brauchen wir eine Zündspannung für die Stromkupplung. Das heißt, warte noch und lege als Mannzeichen den Hauptlastschalter um. Bestätigt. Ich werde den Lastschalter erst auf deinen Befehl hin umlegen. Entferne Abdeckung. Bitte warten. Ich muss den Zündhebel ziehen, bevor du den Lastschalter umlegst. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, dann zähle ich runter. Auf deinen Befehl. Bestätigt. Schalter umlegen in 3, 2, 1, erledigt. Sauerstoffgarten funktionsfähig. Umgebungssteuerungssysteme wiederhergestellt. Wieder ein System weniger, um das wir uns kümmern müssen. Hoffentlich bleibt das auch so. Beschwör's nicht, Jack. Hier ist kein Holz, auf das wir klopfen könnten. Da sind immer noch der schwerwiegende Fehler im Frachtraum und der Temperaturanstieg im Kernbehälter. Was liegt als nächstes an? Wir machen jetzt noch die Kernerwärmung. Lass uns den Temperaturanstieg im Kernbehälter untersuchen. Okay, folge mir. Und dann würde ich für die Folge erstmal Schluss machen, glaube ich. Wo bist du denn? Folge mir. Du bist so langsam, Olivia. Irgendwas war hier. Hast du was gefunden? Nichts Überzeugendes. Dein Körper ist strahlungsfest. Kannst du mal reinschauen? Ich sehe nach, was ich finden kann. Hera, deaktiviere alle Eindämmungssicherheitsprotokolle und entriegle die Luke. Bestätigt. Warte auf manuelle Ausführung. Dann mal rein da. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jetzt kann ich in so eine Strahlungskammer rein. So, was haben wir denn hier? Wir müssen das mal zumachen. Du musst dich aber erst schützen, bevor wir die Kerne öffnen können, Jack. Was heißt? Ich sollte erst mein Strahlungsschild kalibrieren, bevor wir weitermachen. Bestätigt. Warte. Strahlungsschild voll einsatzbereit. Verstanden. Dann öffnen wir als erstes die Kerngehäuse. Der Code lautet 5826. Mir wurde gerade erklärt, dass man ein Schild hat. Ist aber voll aufgeladen, wie wir sehen. Hier kann man es immer wieder aufladen. 5862, oder? 5862. Zugriff verweigert. Falsche Zahl, Jack. Der Code lautet 5826. Ah. Autorisierung angenommen. Warnung. Radiologische Aktivität entdeckt. Das erklärt den Temperaturanstieg. Mindestens einem Fusionskern entweicht Strahlung. Mit deinem Scanner müsstest du die Quelle finden können. Ah, okay. 18. 10. Nicht schlecht. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Ich aktiviere den EA-Port, damit du ihn zum Öffnen des Gehäuses scannen kannst. Okay, ich baller mir noch mal ein bisschen Energie rein. So. So. Gehäuse geöffnet. Du musst die einzelnen Kerne scannen, um herauszufinden, welcher das Problem verursacht. Okay. Schilde bei 95%. Mikrorisse im Treibstofftank. Gefährlicher Strahlungsgrad. Das könnte die gesamten Treibstoffvorräte kontaminieren. Wir müssen den Kern entsorgen. Um ihn zu öffnen, gib 6102 in die zentrale Konsole ein. 6102. Kern freigegeben. Bring ihn zum Entsorgungsschacht ganz unten in der Kammer. Wenn du den Schacht öffnest, musst du den Kern in die Transportröhre stecken und sie mit dem Hebel auswerfen.
Okay. Behalte dabei deine Schildstärke im Auge. Mal, schaut den jetzt auf. Notentsorgungsschacht aktiviert. Fusionskern zur Entsorgung markiert. Bitte warten. Warte auf manuelle Bestätigung. Radioaktives Material entsorgt. Der Bereich ist immer noch verstrahlt. Es muss noch einen beschädigten Kern geben. Ja, überprüf die anderen Gehäuse. Ich suche weiter. Schutzschild. Zehn scheint normal zu sein. War doch noch einer, der ein bisschen höher war, oder? 36, da ist es doch. Ein zweiter Gefahrenherd. Ich aktiviere den ER-Port, damit du dir das Gehäuse ansehen kannst. Schilde bei 95%. Sieht bei allen irgendwie schlecht aus, oder? Dieser Kern weist die gleichen Schäden auf. Verdammte Scheiße. Der muss weg. Gib 7641 in die zentrale Konsole ein, um ihn zu öffnen. 7641. Und nochmal wie eben. Bring ihn zum Entsorgungsschacht und wirf den Kern raus. Notentsorgungsschacht aktiviert. Fusionskern zur Entsorgung markiert. Bitte warten. Warte auf manuelle Bestätigung. Und tschüss. Radioaktives Material entsorgt. Strahlungsgrad wieder im normalen Bereich. Gott sei Dank. Dann dürfen wir wohl noch den nächsten Tag erleben. Lass uns die Gehäuse schließen, damit wir dich da rausholen können. Gib den Code noch einmal in die zentrale Konsole ein. 5826. 5826. Perfekt, oder? Jetzt kann ich ja wieder raus. Kernbehälter reaktiviert. Du siehst ziemlich lädiert aus. Willst du dich über deinen Armcomputer vielleicht in eine neue Hülle laden? Starte manuell Neustart. Neustart. Neustart eingeleitet. Wir sehen uns auf der anderen Seite, bei der Luke. Ja, wäre cool, wenn man das im wirklichen Leben auch so machen könnte. Neustart und man hat einen neuen Körper. Das ist die alte Jack-Hülle. Löcher im Rumpf. Versagen mehrerer Systeme. Bin froh, da raus zu sein. Ich habe mich immer gefragt, tut das weh? Meine Diagnosesysteme melden strukturelle Schäden in Echtzeit. Es ist daher für mich nicht erforderlich, im biologischen Sinne Schmerz zu verspüren. Du siehst schick aus, Jack. Hast du dich für mich in Schale geschmissen? Ja, sicher. Ich weiß, du magst, wenn ich gut aussehe. Was für ein Gentleman. Temperatur in der Kammer wieder im normalen Bereich. Gut gemacht, Jack. Danke. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum schwerwiegenden Fehler im Frachtraum. Folge mir, Jack. In einem der Frachträume muss es eine Fehlfunktion geben. Okay. Wahrscheinlich haben wir eine Sicherung durchgebrannt. Ich werde damit anfangen, die Sicherungskästen in allen Frachträumen zu überprüfen. Hera, schließ sie bitte auf. Aber zieh bitte keine intakten Sicherungen raus, sonst haben wir noch viel mehr Arbeit. Sicherungskasten. Die hier sieht stabil aus. Hier gibt es keine Probleme. Such weiter. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Glaube, ich habe das Problem gefunden. Diese Sicherung ist durchgebrannt. Wir brauchen Ersatz.
Bestätigt. Warte hier. Ich hole eine neue aus der Vorratsschublade. Die Vorratsschublade. Schmeiß rüber, Alter. Das Alter. Sollte gehen. Danke. Ich gebe dir Deckung. Danke, Olivia. Stromversorgung wiederhergestellt. Magnetschlösser online. Verstanden. Dann sichere jetzt die Fracht. Okay. Da einen großen. Dann sind da die zwei, ja, die kleineren. Okay, den haben wir ja schon, den kleineren da. Ich sollte das weglegen. Nee, du sollst das nicht weglegen, du sollst das hier reinmachen. Starker Kontakt von den Magnetschlössern. Eins weniger. So, jetzt haben wir noch zwei kleine. Da ist wieder... Langsam komme ich mit dem Knacken der Verschlüsselung voran. Wenn ich mehr CubeSats finde, müsste ich die Audiodatei auf meinem ARM-Computer speichern können. Wenn ich genügend Informationen gesammelt habe, kann ich alle Dateien mit Liv teilen. So, jetzt haben wir zwei. Ist natürlich etwas langsamer dadurch, aber macht nichts, dann müssen wir nicht zweimal. Wir könnten eigentlich mal gucken, ob wir da hinwerfen können. Okay. Oh nein! So, komm. Okay, ist auf jeden Fall nicht so weit weg. Ich liebe diese Steuerung. Nur noch eins übrig. So, da war meine Softbox gerade. Ich laufe hier komplett ziellos in meinem Raum herum. Fracht gesichert. Lass uns das System abschalten, damit das nicht nochmal passiert. Ziehe den Verriegelungshebel. Verriegelung aktiviert. Danke, Jack. Jetzt geht's mir schon besser. Wollen wir weitermachen? Okay, das muss reichen. Wir sind fertig. Hey, Jack. High five. Bitteschön. Danke für deine Hilfe, Jack. Dafür bin ich da. Neues Und Ziel. Ich dachte immer, um mich davon abzuhalten, durchzudrehen. Das stimmt auch wieder. Als deine Echo-Einheit bin ich für deine Sicherheit und dein Wohlbefinden zuständig. Das umfasst auch die Überprüfung deines Verhaltens auf geistige Labilität. Du machst Witze. Ganz und gar nicht. Gäbe es mich nicht, wäre es möglich, dass du dich inzwischen aus einer Luftschleuse geworfen hättest. Rein statistisch betrachtet natürlich. Okay. Das wird mir im Gedächtnis bleiben. Vielen Dank. Captain Rhodes, Breitbandscan der Anomalie abgeschlossen. Okay, Hera. Schick das Ergebnis an den Holotisch im EVA-Durchgangsraum. Bestätigt. Komm, Jack. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Vielleicht erfahren wir ja was Nützliches über unsere Anomalie. Wahrscheinlich schon. Immerhin wissen wir derzeit ja noch gar nichts über sie. Da hast du wohl recht. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Also ich finde das Spiel echt genial. Ich habe sogar schon durchgespielt und finde es trotzdem immer noch super. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, haut ein Like raus. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt von Lone Echo, wenn ich es nochmal so durchzocken soll auf Deutsch, schreibt mir einfach in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, ob es sich lohnt, nochmal zu zocken für euch oder ob ich im stillen Kämmerlein nochmal zocke. Aber ich wollte euch das jetzt hier nochmal zeigen und mit der 1080 Ti hat sich das Spiel auf jeden Fall tierisch verbessert. Also ich kann alles auf Hochstellen und es sieht alles wahnsinnig geil aus. Ich bin total gehypt und geflasht, sogar nach so langer Zeit. Und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.